Hallöchen, Rarity. Psst. Sieh doch, Rarity versucht sich gerade zu konzentrieren. Was sie da wohl macht? Ich glaube, ein Kleid. Das ergibt Sinn. Das ist ja auch eine Darmschneiderei. Kann ich euch irgendwie helfen, ihr beiden? Oh, entschuldige, wenn wir dich stören, Rarity. Aber kannst du mir einen Gefallen tun? Könntest du mir bitte den Knopf annähen? Das ist mein Kleid für die große Galloping-Gala. Oh nein, nein, nein. Du trägst nicht dieses alte Ding. Du brauchst ein viel prachtvolleres Kleid für die Gala. Ich werde dir eins machen. Gar kein Problem. Es wäre mir ein Vergnügen. Oh, das ist wirklich lieb gemeint, Rarity. Aber dazu kann ich unmöglich Ja sagen. Es macht doch so viel Arbeit. Das hier ist schon in Ordnung. Twilight Sparkle. Ich bestehe darauf, dir ein neues Kleid zu nähen. Aber... Nein, nein, keine Widerrede. Ich akzeptiere kein Nein als Antwort. Tja, dann in diesem Fall... Danke, dass du so großzügig bist, Rarity. Du verstehst dein Handwerk und ich bin mir sicher, dass mein Kleid wunderschön wird. Lass mich raten, Applejack. Hm? Du willst doch garantiert auch ein neues Kleid. Kleid? Nö, mir reichen meine Arbeitsklamotten. Oh, das kannst du nicht wirklich ernst meinen, Applejack. Du musst doch dem Anlass entsprechend gekleidet sein. Nee. Und was wäre, wenn ich deine Arbeitsklamotten freiwillig ein wenig aufhübsche? Okay, na schön, warum nicht, wenn du es mir schon anbietest. Lass es nur nicht zu rüschig werden. Versprochen. Achtung da unten! Entschuldigt, neuer Trick. Hat noch nicht funktioniert. Da fällt mir was ein. Ich werde dir auch ein neues Kleid für die Gala schneidern, Rainbow Dash. Wozu willst du mir was schneidern? Ich mache ein Kleid für dich und für dich und für alle von euch. Für Pinky und Fluttershy natürlich auch. Und wenn alle Kleider fertig sind, machen wir unsere eigene Modenschau. Das ist ja eine tolle Idee. Bist du denn sicher, dass du es hinkriegst? Ach, ein bisschen Arbeit ist das schon, aber es ist eine wunderbare Werbung für meine Boutique. Und außerdem macht Spaß. Na, Spaß ist doch die Hauptsache. Das wäre geklärt. Wir machen eine traumhafte Modenschau und wir sind die Models. Yeah! Also, du musst jetzt nur ein paar atemberaubende, tolle, einzigartige, fantastische Kleider für 1, 2, 3, 4, 5 und mit dir selbst 6 Ponys nähen? Und das mit einem Affenzahn?